Wenn man, barakallahu fikum, Islam lernen möchte, dann sollte man die Themen mit Belegen und Beweisen lernen. Das bedeutet, man sucht nach dem Beweis, nach jeder Sache und nach der richtigen Interpretation. Und diese Interpretation ist von Sahaba, von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und von Tabi'in und Tabi'at-Tabi'in. Und man sucht nach solchen Themen. Und wenn man weiß, dass es in bestimmten Themen unterschiedliche Ansichten existiert, dann sollte man natürlich nach den Belegen suchen und da sollte man mehrere Gelehrten fragen. Aber das Problem ist heute, wie wirst du entscheiden, wer Gelehrter ist und wer nicht? Und wie wirst du an einen Gelehrten rankommen? Das wird jetzt du selber. Du bist Deutscher, du bist in Deutschland aufgewachsen, du hast den Islam angenommen. Okay, sehr schön. Aber wie wirst du wissen jetzt, wer Gelehrter ist und wer nicht Gelehrter ist? Und wie wirst du wissen, ob das, was gesagt wird, authentisch ist oder nicht? Deshalb sagt al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, zur Freude und zur Gabe, eine große Gabe, ist das für einen Neuling im Islam oder für einen jungen Mann. Das ist eine große Gabe, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen jungen Mann oder neu im Islam, neuen Moslem, zu jemandem von Ahl-Sunnah bringt und der lernt bei ihm die Religion. Das ist Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Mittlerweile existieren im Internet so viele Leute, die behaupten, dass sie auf dem richtigen Weg sind, wie zum Beispiel Schia, Ahbash, Sufis und solche Themen. Wenn man die betrachtet, dann sieht man natürlich für die Otto-Normalverbraucher, für die normalen Muslime, das ist sehr schwer zu entscheiden. Aber bei Leuten, die Ahnung haben, die wissen zum Beispiel, bei diesen Ahbash, die, was machen sie? Die bringen dir zwei Wörter von hier, zwei Wörter von hier, die schneiden die Wörter und die bringen das und die zeigen dir manchmal die Seite und du denkst, dass diese Sache, das wäre von einem Gelehrten. Wie zum Beispiel, die machen etwas von Sheikh al-Islam Nutaymiyah. Die nehmen, Sheikh al-Islam erzählt vor 20 Seiten. Wenn diese Leute das behaupten, dann wird man auf sie so antworten. Unter anderem behaupten sie, behaupten sie, behaupten sie. Nach 20 Seiten, der schreibt, und sie behaupten, dass so und so und so. Was machen diese Ahbash? Die bringen das und sagen, Ibn Taymiyyah sagt das. Aber Ibn Taymiyyah redet von wem? Von Leuten, die gegen die Sunna was sagen. Deshalb musst du vorsichtig sein. Und das ist unsere Aufgabe eigentlich. Wir müssen unter anderem auch klarstellen und erklären und Aufklärungsarbeit leisten für die Leute, die nicht so viel Wissen haben. Aber jetzt, wie wirst du das? Du bist angewiesen. Wenn jemand zum Beispiel etwas falsch übersetzt oder wenn jemand dir sagt, ein Hadith ist authentisch, ich meine, kannst du selber, wir selber, auch die Leute, die unterrichten, es bestimmte Themen. Wir müssen das übernehmen von den großen Gelehrten, weil du hast auch eine Grenze. Zum Beispiel jetzt eine Überlieferung von unserem Propheten Muhammad sallallahu. Das ist schwach, aber einige Leute bringen das und die sagen dir, das ist authentisch. Wie wirst du das wissen? Wenn du die Grundlagen nicht gelernt hast, dann kannst du nicht. Deshalb am besten ist, das sind Themen, die wichtig sind. Such immer nach dem Beweis. Und du musst merken immer, wenn jemand nicht nach dem Beweis handelt und nicht von Beweisen redet, dann machst du ein Fragezeichen. Aber wenn jemand dir immer sagt, Allah sagt, der Prophet sagt, die Sahaba sagen, radwallahu, aber das auch mit Vorsicht. Warum? Genießen. Warum? Weil einige Leute, die könnten für ihre eigene Meinungen, Ansichten auch falsch interpretieren. Deshalb erstmal nach Beweis suchen, Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, viel Bittgebet machen, Ikhlas haben, dass deine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala rein ist, indem du nach der Wahrheit suchst und lernen. Lernen.
Und wenn jemand, schaut mal, was ist der Unterschied zwischen Ahl-Sunna und zwischen den anderen in diesem Zusammenhang? Ahl-Sunna, die bringen dir immer, zum Beispiel, warum darf man das nicht machen? Weil Allah sagt, weil der Prophet gesagt hat, weil die Sahaba. Und dann sagen sie auch, die Gelehrten, Al-Shafi'i sagt und so weiter. Aber basierend auf Beweise von Koran und Sunna. Aber die anderen, du fragst ihn, was antwortet er? In unseren Büchern, in unserem Madhab, der Gelehrte so sagt, ohne diese Rückführung immer auf Koran und Sunna. Und das ist eine Sache, die sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und leider die Muslime haben auch, übrigens in den muslimischen Ländern, manchmal einige von euch hier, die den Islam hier in Deutschland angenommen haben und Muslime geworden sind, Wallah, die haben besser als viele Muslime, die seit Geburt Muslime sind. Wallah. Weil viele von unseren Brüdern und Schwestern, die konvertiert sind hier in Deutschland, die haben den Islam so gelernt, pur aus Koran und Sunna, mit Belegen, mit Beweisen. Und deshalb, wenn Sie manchmal sehen, wie manche Muslime den Islam praktizieren, oder leider, manche ist falsch, wenn Sie sehen, wie viele Muslime den Islam falsch interpretieren und falsch praktizieren, dann sagen Sie, was tun diese Leute? Und wenn du mit diesen Leuten manchmal diskutierst, der sagt dir, ach, du bist neu im Islam, ich bin von Geburt her, mein Vater, meine Mutter und meine Großeltern waren Muslime. Und das ist kein Beweis. Das ist kein Beweis, meine Mutter und mein Großvater. Beweis ist, Allah sagt, der Prophet sagt. Ich war übrigens einmal im Fernsehen in einer Diskussion und derjenige, der neben mir war, war es mir übel. Wisst ihr, wer es mir übel ist? Cem Özdemir ist mir übel. Aber weil, Wallah, ich wusste nicht, dass er Alawi ist. Hätte ich gewusst, dass er Alawi ist, dann hätte ich überhaupt mich nicht zurückgehalten. Ich wusste nicht. Und subhanallah, vor der Sendung, gab es jemanden mit Ismir Übel, der war Ismir Katastrophe, der war der Chef von alawitischen Gemeinde in Deutschland. Und ich wusste nicht. Und ich habe gesagt, ach, wir sind alle Muslime und wir sind Brüder. Ich wusste nicht. Subhanallah, der CDU-Mann, der hat mich verteidigt. Und dieser Jimmy, ja, der hat mich so angegriffen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Unter anderem, wisst ihr, was er gesagt hat? Er erzählt etwas, was mir meine Mutter nicht beigebracht hat. Ja, deine Mutter ist Kafir. Was wird sie dir beibringen, außer Kufur? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Versteht ihr? Meine Mutter hat mir das beigebracht. Ja, ist deine Mutter Schafi'i oder Ahmed bin Hanbal? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.